Stark und riesig kann er werden. Aber das ist in Kleinobringen die große Ausnahme. Denn hier wird der Bambus meist nur mannshoch, dafür aber dicht. Vorsicht, die Füße heben. Hier kommt man sich jetzt ein bisschen vor wie in China. Richtig, im Urwald. Da muss man sich natürlich hier immer durchkämpfen, so langsam. Wenn ich mir helfen darf. Bitte. Aber das heißt, das hier ist wirklich ein Bambus aus China? Ja, das ist ein Bambus, der nennt sich Yuzhaigou. Und dort wächst er am Hängen mit sehr viel Kalkstein, wo natürlich auch sehr hartes Wasser ist. Und wir wissen, was haben wir in Mitteldeutschland, in Thüringen? Wir haben hartes Wasser und wir haben sehr viel Kalkboden. Und ich sage mal, ich habe die Bambusmacke. Und die lebt Egon Borowski mitten in Kleinobringen seit 4 Jahren aus. Wo früher alte Kirschbäume standen, wächst jetzt ein Bambus neben dem anderen. Und wo heute passend zum Bambus asiatische Koi-Karpfen schwimmen, nahm das Bambus-Abenteuer seinen Lauf. Hier hat jetzt sozusagen Ihre Macke begonnen. Ja, hier ist meine Macke entstanden. Das war mein Pool, wie man so schön sagt. Ja, man fängt an zu gestalten und man nimmt Bambus und da war das passiert. Und dann war es um Sie geschehen? Ja, es ist wie verliebt. Wie das erste Mal verliebt war das. Die Liebe ist inzwischen noch gewachsen. Heute verkauft er seine Pflanzen an Privatleute und Gärtner. Allerdings muss er da manche übertriebene Erwartung erstmal zusammenstutzen. Denn in Kleinobringen wächst Bambus nun mal nicht wie in China. Das nenne ich mal einen Bambushalm. Das schaffen wir in Thüringen nicht. Nie. Nie? Nie, leider. Aber wenn sie ein bisschen kleiner sind, 5 cm kriegen wir vielleicht irgendwann mal hin. Inzwischen hat er auch kälteresistente Sorten im Angebot, die den Thüringer Winter im Garten oder Kübel überleben. Doch Vorsicht, auch deren Wurzeln haben so viel Kraft, dass sie sogar Asphalt durchbrechen. Im Kochtopf sind sie harmlos. Gucken Sie mal, ist das jetzt hier eigentlich die berühmte Bambussprosse, die ich esse beim Chinesen? Nicht alle Sorten, aber es gibt viele Sorten, die kann man essen. Probieren Sie mal. Und das ist faserig zart. Ne? Ja, jetzt ist es natürlich hart, es muss ja noch ein bisschen in den Wok oder so, ne? So. Na? Also so, liebe Zuschauer, direkt aus der Erde ist es nicht zu empfehlen. Nein. Nee. Nein, auf keinen Fall. Er ist und bleibt eben ein echtes Abenteuer. Egon Borowskis chinesischer Bambus aus Kleinobringen.